Käsekuchen aus dem Varoma aus nur 5 Zutaten. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopf-Küche und Backen im Varoma. Ja, das geht wirklich und zwar auch kinderleicht und wir zeigen dir heute unser liebstes Himbeer-Käsekuchen-Rezept für den Varoma. Dafür brauchst du tatsächlich nur 5 Zutaten. Varoma und dein Thermomix und dann kann es auch schon losgehen. Das komplette Rezept zum Nachlesen findest du natürlich wieder bei uns im Zaubertopf-Club. Und solltest du uns noch kein Abo dagelassen haben, ist jetzt der ideale Zeitpunkt dafür und wir starten auch schon gleich. Für unseren Käsekuchen brauchst du folgende Zutaten und das ist Frischkäse, Eier, weiße Schokolade, Himbeeren und ein bisschen Zitronenzesten und später brauchen wir noch Wasser. Als erstes schlagen wir jetzt erstmal Eiweiß im Thermomix und dafür ist es wirklich wichtig, dass dein Mixtopf absolut fettfrei ist. Es gibt da so einen kleinen Trick, spül den gerne mit Salzwasser aus und benutze dann bitte ein frisches Geschirrtuch, um den zu trocknen. Dann funktioniert Eischnee auf jeden Fall. Wir brauchen hier unseren Schmetterling bzw. Rühraufsatz, den setze ich einmal aufs Messer. Da weißt du ja, nicht höher als Stufe 4 verwenden. Ich habe jetzt hier Eiweiß. Unsere Eier hatten übrigens Größe M. Und ich gebe beim Eiweiß immer noch eine Prise Salz dazu. Und das Ganze vermengen wir jetzt bei 37 Grad 2 Minuten auf Stufe 4. Sehr gut, unser Eischnee ist fertig, hoffentlich. Den füllen wir jetzt einmal um, dann spülst du einmal den Mixtopf. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Den Test kennst du ja immer, ne? Mit dem Umkippen. Wenn du möchtest, kannst du den Eischnee jetzt auch noch so lange in den Kühlschrank stellen, weil als nächstes schmelzen wir jetzt einmal die Schokolade und dann ist das sowieso erstmal 6 Minuten. Und das ist immer ganz schön, finde ich, wenn Eischnee dann gekühlt wird. Und als nächstes kommt jetzt die weiße Schokolade in den Mixtopf, also einfach in Stücken. Damit das Ganze ein bisschen beim Schmelzen schneller geht, zerkleinere ich das Ganze jetzt einfach nochmal 6 Sekunden. Ich mache das einfach mal auf Stufe 8. Sehr gut. Ich gucke nochmal eben, ob alles unten ist, sonst nochmal mit dem Spatel nach unten schieben. Das sieht aber alles sehr gut aus und gebe das jetzt einmal für 6 Minuten ein auf 45 Grad. Ja, und die schmilzt jetzt erstmal. In der Zeit kannst du dir schon eine Backform vorbereiten und die auskleiden mit Backpapier, sowohl am Boden als auch den Rand. Unsere Schokolade ist geschmolzen. Als nächstes gebe ich jetzt hier einmal Frischkäse dazu. Dann kommt das Eigelb dazu und unsere Zitronenzesten. Und das Ganze wird dann gleich wirklich nur noch für 20 Sekunden vermengt. Also auch hier ist es wieder ein Kuchen mit super wenig Zeitaufwand, finde ich, weil das meiste übernimmt ja einfach der Thermomix. 20 Sekunden Stufe 4. Danach heben wir nochmal mit dem Spatel den Eischnee drunter. Und dann kann das Ganze auch schon in die vorbereitete Form. Sehr schön. Ich gebe jetzt den Eischnee dazu, den habe ich gerade schon aus dem Kühlschrank geholt und hebe das Ganze einfach mit dem Spatel nach unten, denn wir wollen ja, dass das schön luftig wird. Da hat sich das Ei auch schon wieder ein bisschen getrennt. Und dann habe ich hier so eine kleine Form. Das ist wirklich wichtig, dass die in den Varoma passt und du den Deckel noch gut zubekommst und trotzdem noch Lüftungsschlitze beibleiben oder frei bleiben. Und ich habe hier eine 18er Springform. So, einmal hier gut mit dem Spatel nach unten heben, alles drunter heben und auch so, dass nicht mehr so dicke Klumpen da drin sind, sondern dass es wirklich sehr schön gleichmäßig verteilt ist. Gut, und das gebe ich jetzt hier rein. Mit dem Flexi-Spatel kriegst du ja auch den Mixtopf wieder richtig gut sauber. Und dann kommen noch Himbeeren dazu. Das Ganze verleiht eben dann auch nochmal so eine richtig schön fruchtige Note. Und falls du dich fragst, warum da kein Zucker mehr drin ist, wir haben ja weiße Schokolade drin. Die ist ja schon sehr, sehr süß. Das heißt, wir können wirklich dann auf den Zucker verzichten. Ich gebe jetzt hier erstmal die Himbeeren oben drauf. Sieht jetzt schon so gut aus. Ich liebe ja Käsekuchen. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du schon mal
Kuchen überhaupt schon mal im Varoma gebacken hast und ob du Käsekuchen auch so liebst. Und ich spüle den eben aus. Der Mixtopf ist gespült. Jetzt gebe ich einmal Wasser in den Mixtopf. Und dann wird der Mixtopfdeckel aufgesetzt. Ohne Messbecher natürlich, denn wir brauchen ja gleich den Varoma. Der wird schon mal aufgesetzt. Und damit gleich das ganze Kondenswasser vom Deckel, was sich da so sammelt, nicht wieder auf unseren Käsekuchen tropft, habe ich hier einmal so eine hitzebeständige Frischhaltefolie, was ich jetzt hier einfach so ein bisschen rübergebe. Und unsere Form ist ja auch wirklich perfekt von der Größe. Und statt Himbeeren kannst du natürlich auch Heidelbeeren verwenden, Erdbeeren, Mandarinen, Kirschen, ganz wie du es magst. Und so kannst du den Kuchen oder das Rezept natürlich auch immer super einfach variieren. Und wir geben jetzt hier 60 Minuten ein auf Varoma Stufe 2. Und dann muss der Kuchen nur noch auskühlen und dann können wir ihn auch schon wieder probieren. Das ist ja immer das Beste hier an der ganzen Folge für mich. Sehr schön, 60 Minuten sind um. Ich hebe den mal hier eben ab, den Varoma, und nehme den Deckel ab. Denn natürlich, wie bei jedem Käsekuchen, muss der jetzt erst einmal komplett auskühlen, damit er dann auch richtig schön fest wird und so eine Cremigkeit bekommt. Und falls du dich jetzt fragen solltest, warum soll ich meinen Kuchen überhaupt im Varoma backen? Ich weiß, als meine Tochter so 9 oder so war, ist ja nur schon ein paar Jährchen wieder her, hat die das super gerne mit ihrer Freundin gemacht, dass sie sich dann da drin Schokokuchen gebacken haben oder auch so einen Käsekuchen. Und da war ich als Mama immer sehr beruhigt, dass ich wusste, dass der Backofen auf jeden Fall ausbleibt. Ich lasse das Ganze jetzt abkühlen und dann probieren wir das gleich gemeinsam. Unser Kuchen ist jetzt so einigermaßen abgekühlt. Du weißt ja, ich kann das immer nicht so lange aushalten. Und du siehst ja hier auch schon, die Oberfläche sieht natürlich bei so einem gedämpften Kuchen immer nie so schön aus wie beim gebackenen Kuchen. Aber hier gibt es natürlich auch wieder hier so Trick 17, sage ich mal. Ich gebe einfach ein paar frische Himbeeren noch da oben rauf und ein bisschen Puderzucker. Man könnte auch ein bisschen noch so weiße Schokoladen, so einen weißen Schokoladenzwirl oder sowas rauf machen. Also muss man ein bisschen kreativ sein. Wenn du mal so einen Marmorkuchen oder sowas da drin machst, finde ich immer, Schokolade hilft alles. Eine kleine Schokoglasur und da sieht die Oberfläche auch wieder gut aus. Und guck mal, sieht doch schon gleich anders aus. Ein bisschen Puderzucker noch oben drauf. Finde ich übrigens auch eine ganz nette Idee für Ostern oder auch so zu Valentinstag, so einen kleinen süßen Geburtstagskuchen. Also das kannst du ja einfach morgens nebenbei laufen lassen, musst dich um nichts kümmern, brauchst auch keine Angst haben, dass der zu dunkel wird oder sowas, weil das kann ja im Varoma nicht passieren. Wir schneiden den jetzt nochmal an, dann siehst du auch mal, wie schön cremig der aussieht. Ich hoffe, er ist jetzt schon gut genug abgekühlt. Guck mal, wie schön der aussieht, vor allem durch diese runtergesunkenen Himbeeren. Guck mal, ich zeig dir es mal auf der Seite hier. Perfekt, richtig fluffig sieht er aus. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Schmeckt total frisch und mega fruchtig. Super cremig ist der auf jeden Fall. Mach den unbedingt nach und ich bin auf deine Meinung gespannt. Schreib's in die Kommentare, wie dir unser Himbeerkäsekuchen geschmeckt hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge und lass uns vorher auf jeden Fall noch ein Abo da. Also, lass es dir schmecken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!